Leute, willkommen zurück zu NES Remix. Im heutigen Part fangen wir mit Remix 2 an, denn das haben wir den letzten Part zu verdanken, wo wir erstmal fast 10 Minuten an diesem Level hier dran saßen. Yay! Und nun starten wir mit Remix 2. Also Remix 2. So klingt's besser, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, Octorox besiegen. Okay. Das war nicht klug. Stirb. Das war's? Das war's. Das war aber ziemlich simpel. Ja, doch. Da fällt mir gerade nichts zu ein, Leute. Gut, wir haben die Piranha-Pflanze erhalten von Mario Bros. 3. Gibt es auch ein Remix 3? Nein, gibt es nicht, kleiner Harun. Ja, genau so heißt er. Gut, weiter mit Metroid. Geh durch die Tür und über den Geheimgang. Achso. Warum? Ja, komm. Danke. Das war doch okay, ne? Ja, war's. Und ich guck nach oben. Geh durch eine Tür im unteren Geheimgang. Dankeschön. Das war auch okay, oder? Yes! Und jetzt kommt's. Sammle die Missiles hinter einem Geheimgang. Achtung. Oh, ja. Bam. Bam. Das nervt ein bisschen. Das nervt unheimlich. Ach man. Aber das wird im Let's Play auch nerven. So, da sind meine Missiles. Gib her. Meine. Dankeschön. Ich glaube, das waren immer 5 Stück, oder? Oder waren es 10? Ich überlege gerade, waren es 5 oder 10? Wisst ihr das, Leute? Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist Ewigkeiten her. Ich war zu langsam. Wer hätte das gedacht? Wie auch schon in den ganzen Parts zuvor bin ich einfach unglaublich langsam in dem Spiel. Oder ist das Spiel einfach nur unglaublich viel schwerer geworden? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer zu langsam. Egal, was ich mache. So. Danke. Ja, das ging auf jeden Fall jetzt deutlich schneller. Sterben! Verdammt! So, runter mit mir. Ich verstehe auch nicht, warum er manchmal die Dings sich aktiviert. Die Kugel. Dann muss ich erst wieder normal werden und dann muss ich wieder zur Kugel werden. Ob das ein Bug ist? Also von dem Spiel selber her. Kann ja sein, dass das Spiel irgendwie meint von wegen, nö, du musst zur Kugel werden. Und ja. Also, du musst jetzt zur Kugel werden. Das Spiel denkt nicht, dass es die Kugel ist. Versteht ihr? Also, dass ich halt eigentlich normal bin, obwohl ich die Kugel bin. So. Ich erzähle viel, wenn der Tag lang ist, Leute. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Gut, direkt Glitzersterne. War ja auch nicht schwierig. Immerhin haben wir damals, also vorhin bei der ersten Aufgabe, ziemlich viel Scheiße gebaut. Gut. Oh, ich habe einen Bonbon erhalten. Sehr schön. Ziehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Kid Icarus haben wir im letzten Part abgeschlossen. Dann gehen wir zu Zelda 2, The Adventure of Link. Oh, yes. Betritt die Stadt. Nein. Ich will dich. Nein, ich will dich. Ärger mich nicht. Okay, ich muss wohl hier durch. Dann versuchen wir es nochmal neu. Moment, ich habe keine Energie mehr, ne? Ich merke es gerade, ich habe keine Energie mehr. Du. Okay, ich habe doch noch Energie, aber nur so viel, dass ich gleich sterbe. Stimmt, ich habe hier diesen Angriff, ne? Der sichert mich ein bisschen. Um 3. Was war das? Da war die Blase der verdammten Leute. Die Blase der verdammten hat mich getroffen. Da ist Elixier, aber Magie habe ich ja. Glaube ich auf jeden Fall. Da gibt es nochmal Punkte. Gut, das erste war einfach, aber das zweite macht mir Probleme. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, so schnell den Kugeln auszuweichen. Oh, 3 Teufelssamen. Na! Ja, da habe ich keine Chance mehr gehabt. Leck mich. Uncool. Die Aufgabe ist uncool. Ich wollte mal, dachte, zweimal getroffen werden, aber die Aufgabe ist uncool.
Niemals! Wäre cool, wenn man ein bisschen mehr Energie hätte. Aber okay, dann wäre die Aufgabe viel zu einfach, ne? Das erste ist auch kein Problem. Das erste haben wir ganz schnell gemacht. Das zweite ist das Problem. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie schnell soll ich den Kugeln ausweichen, Leute? Das geht doch gar nicht. Also, es ist bestimmt möglich, aber... halt nur für die Leute, die auch das Schema des Spiels kennen. Und Marza kennt es einfach gar nicht, weil Marza mit Zelda bis zu seinem Let's Play nichts am Hut hatte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ich habe damals... ja, was heißt bis zu meinem Let's Play halt? Ich habe halt damals... Ocarina of Time 3D gespielt, bevor ich mit Let's Plays angefangen habe. Das war es aber auch schon. Okay, Leute, wir haben hier eine Aufgabe, die gerade nicht so angenehm ist, aber Le Französisch Marza wird das schon meistern. Da bin ich ganz sicher, irgendwie werden wir das meistern. Das ist doch nicht... Leute, ich sehe die Bälle fast gar nicht. Das ist pures Geraten, ob ich hier durch kann oder nicht. Gott sei Dank. War's das? Ja, es war's. Puh. Das war nervig. Das war echt nervig. Aber wir haben es geschafft. Wir sind einfach unglaublich gut und wir haben es gemeistert. Das ist das Schöne daran. So. Und wir haben Iggy, Lemmy. Ich weiß es nicht. In Schwarz-Weiß ist es noch schwerer zu erraten als in Farben. Gut, Punch-Out hatten wir durch. Super Mario Bros. 3 hatten wir auch Ewigkeit nicht mehr. Spring gegen den Fragezeichenblock und hol dir das Item. Nein, ich will nicht. Ich bin Mario, hallo. Batz. Wo ist der Fragezeichenblock? Spiel? Dankeschön. Betritt die Röhre. Jetzt frage ich, wo die Röhre ist. Oh Gott, die bewegen sich. Böses Teil. Das hätte ich fast übersehen. So. Einmal dich besiegen. Du machst mir auch keine Probleme mehr. Dann besiegen wir dich auch mal. Ne, da kommt keiner raus. Da kommt keiner raus, okay. Hätte ich jetzt gedacht. Bewegt sich das Teil wieder? Ich glaube schon. Ja. Oh Gott. Das ist ein bisschen tricky. Kommt jetzt endlich mal die Röhre. Was ist das hier für ein Schiff? Welt 7. Okay, es ist wenigstens schwierig, genau wie es sein sollte. Und wo ist bitte schön die Röhre? Ich muss in die Röhre und bin eigentlich mein Bildschirm drin. Da, komm. Ich weiß, dass du da bist. Dankeschön. Also schneller ging es wirklich nicht. Besiege Larry. Hallo Larry. So cool sei wie Larry. Genau der Bademeister Larry, den meinen wir. Die Folge mit Zwischenfall habe ich als letztes geguckt, als ich bei meiner Mutter war. Tut mir leid, dass ich das noch weiß. Ja, sowas vergisst man halt nicht. Das sind halt alte Folgen. Alte waren noch cool, ja. Ich habe mal letztens neue Folge geguckt und die sind absolut schrecklich. Also, ich finde sie gar nicht mehr humorvoll. Die sind eher, hey, ich will lustig sein, bin's aber irgendwie nicht. So, Level 10, 12. Wir kommen heute gut voran, muss ich zugeben, ne? Besiege Börde und geh durchs Tor. Nein. Dankeschön. Darf ich es einsammeln? Yes. Geh durch das Tor. Ist sie besiegt? Nö, sie ist noch nicht besiegt. Und warum kann ich das Teil nicht aufheben? Hallo? Nein. Ach, du gehst mir auf den Sack. Ich mag's. So, jetzt kommt noch... Ich glaube, die machen jetzt die Verarsche, ne? Ja. Ja, schon gut. Ja, komm. Das war easy. Das war echt easy. Vor allem, es war vorher zu sehen, dass er das Fake-Tor noch am Ende nutzt. Ja, das war irgendwie zu erkennen. Deswegen habe ich das gut ausgetrickst. Like a Marza Pro, ja.
Oh, das ist eine Wasserflasche. Hätte ich fast umgeschmissen, wäre nicht cool gewesen. Verdammt, hier gibt es echt viele Mixe, ne? Also diese kunterbunten Mixe. Level 10 von Kirby. Halte dich an den Warpstern fest, okay. Ich glaube, das werde ich nicht berühren. Und die Bombe... Ach, die Bombe wollte ich berühren. Ich glaube, ich wollte die Bombe nicht berühren. Leck mich. Ich kann da rein. Ist es dein Ernst? Uncool. Ich hasse Kirby. Ich hasse Kirby-Spiele. Also ich mag das Kirby hier kein bisschen. So, komm. Dankeschön. Das ist nur eine Aufgabe, ne? Ja, ich glaube schon. Ganz viele Zeppeline, Leute. Ganz viele. So, was haben wir erreicht? Wir haben bestimmt nur 2 Sterne erreicht, weil wir langsam waren. Dafür, dass wir uns so oft aufhalten lassen haben, war das doch sehr erfolgreich. Ja, ich bin zufrieden. Ich sehe gerade auf die Zeit. Wir haben 11 Minuten, Leute. 11 Minuten. Wir haben im letzten Part nach 11 Minuten gerade mal 2 Aufgaben geschafft. Jetzt sind wir schon fast eine Runde gedreht. Wir haben eine Runde gedreht. Okay. Dann machen wir heute Abschied mit dem Teil hier. Lauf Samus, erreiche die andere Seite. Wir können... Das ist nicht dein Ernst, oder? Okay, ich habe wenigstens das Teil. Also diesen Spin Dash, nenne ich es mal einfach. No problem, bitches. Okay, das war ziemlich einfach. Gut, ich gucke auf die Uhr, ich sehe 12 Minuten 24. Ich würde sagen, wir machen heute ein paar mehr Remix 2 Level, denn wenn wir mal überlegen, dass es hier auch nochmal 10 Level gibt, 20 Level insgesamt, dann werden wir hier auf jeden Fall nicht hinkommen. Deswegen machen wir einfach ein paar mehr Remixe, sodass die Zeit halt hinkommt am Ende. Und wir haben erreiche den Ausgang mit Ketagerus. So, da ist ein Schnitter. Ich... Und ich bin tot. Das Ganze... Ist das normal, dass die ganze Welt mit drin? Ich glaube nicht, ne? Ich bin ein Idiot. Danke. Warum zur Hölle komme ich da nicht drauf? Ich will nicht zum Schnitter. Ich möchte einfach nur auf die Plattform drauf. Also auf die Eisplattform. Danke. Nein, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Okay, das war... Ich muss zum Schnitter. Ah, das ist uncool, das ist uncool. Und ich muss überleben. Überleben ist eine Kunst, Leute, bei Vasa, wenn er Kid Icarus spielt. Es ist echt eine Kunst. Wie kann man das nicht schaffen? Ich schäme mich gerade zutiefst. Es ist seltsam. Ohne Witz, ich drücke springen. Warum will er nicht? Was ist das hier? Ich hab's doch die ganze Zeit ge... Leute, warum schaffe ich das nicht mehr? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, und jetzt? Komm ich hier hoch? Nein, komm ich nicht hoch. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber ich laufe einfach mal nach oben. In der Hoffnung, dass ich da richtig bin. Oh,
Oh, das sieht richtig aus, Leute. Vor allem kann man hier nicht mehr runterfallen, nicht hier wirklich. Oh, das ist eine Tür. Nein, da kommen Oktopusse. Was auch immer das für Oktopusse. Ich kann nicht in die Tür rein. Ach, da ist eine Tür. Okay, hallo Tür. Gut, dann war das andere wohl nur Dekoration oder sowas in der Art. Glück gehabt, keine drei Sterne. Ich meine keine zwei Sterne. Keine zwei Sterne, sondern drei Sterne. So, jetzt habe ich's. Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Weil ich gerade auch ein bisschen, weil das gestern erst war mit dem Thema von wegen, dass ich ein bisschen leise sein sollte. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen so durcheinander, Leute. Ein bisschen verstehen. Gut, ein Level machen wir heute noch, denn die Zeit reicht dafür aus. Betritt die Röhre. Welt 2, was ist die Gefahr? Ah. Warum? Und warum ist die Querstange da sichtbar? Und warum war das gerade scheiße knapp? Ich will meinen Pilz. Gib mir meinen Pilz und gib mir alles andere, was ich hier gebrauchen kann. Ich muss, glaube ich, hier runter, ne? Ja. Und wieder rauf. Wo ist die Röhre? Ich meine, selbst die Gegner sind sichtbar. Was ist das? Und die tauchen immer wieder. Seit wann tauchen die denn immer wieder auf? Und war ich nicht von hier auch schon? Das ist Welt 2, verdammt, wie groß ist das? Ne, hier war ich nicht, aber es sieht so ähnlich aus, deswegen. Gut. Level gemeistert nach 1 Minute und 2 Sekunden. Bestimmt, also 1 Minute und 200 Sekunden. Bestimmt waren diese 100 Sekunden das Problem, dass ich keine 3 Glitzersterne bekommen habe. Und was liegt hier auf dem Boden? Das ist mal, warum liegt mein Handy denn auf dem Boden? Ich habe keine Ahnung. Egal. Egal, egal. So. So wird das gemacht. Ja. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part fangen wir mit der Fusion von Dr. Mario und Toad's Woolly World. Oh, wie heißt das? Nee, Warius Woods an. Toad's Woolly World. Das ist Yoshi's Woolly World und nicht Toad's Woolly World. Ach du heilige Scheiße. Gut, und ja, gucken wir im nächsten Part, ne? Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.